erstmal muss ich sagen, dass ich aufgrund des Wechsels von Marco Tiede letztes Jahr zu euch, der ist ein guter Freund von mir, habe ich die ganze Saison natürlich mitgefiebert, habe ihm auch den Aufstieg gewünscht, so wie allgemein im KSC. War auch beim Relegationsspiel, war ich auch im Stadion und habe da die Daumen gedrückt. Hat ja leider nicht ganz geklappt, aber die haben natürlich nur gute Sachen jetzt erzählt. Auch jetzt der Gordi hat mich auch jetzt ein paar Mal angerufen in der Pause. Hat mich auch ein bisschen überzeugt sozusagen oder wollte mich hierher lotsen. Und auch Rossi ist jetzt ein paar Tage dabei, hat auch nur positiv berichtet. Demzufolge war das natürlich schon ein bisschen einfacher jetzt auch gestern das Ankommen, wenn man dann einfach schon ein paar Leute kennt. Auch den Co-Trainer, den Dimi, kenne ich ja schon. Bin damals nach Sandhausen gewechselt. Vor 5 Jahren, wann war das? 2013. Da kam Alois Schwarz auch als neuer Trainer. Hat mich sozusagen zum Zweitligaspieler da gemacht. Ich war da Stammspieler, wurde dann leider wegen den Verletzungen da ein bisschen zurückgeworfen. Aber wie gesagt, er hat mich quasi zum Zweitligaspieler gemacht. Ich hatte da nur gute Erinnerungen dran, gutes Verhältnis auch immer mit ihm gehabt und dementsprechend hat er natürlich auch eine große Rolle jetzt hier gespielt. Seit gestern wurde ich erstmal super aufgenommen. Ich glaube, dass es super gute Jungs sind, dass man da auch eine gute Mannschaft zusammengestellt hat. Und mir persönlich muss ich einfach sagen, hat es super Spaß gemacht, jetzt die erste Trainingseinheit. Jetzt nach ein paar Wochen auch mal wieder gegen den Ball zu treten, bin ich öfters mit dem Grinsen jetzt gerade über den Platz gelaufen. Hat Spaß gemacht und ich freue mich jetzt auf die nächsten Tage. Ich glaube, ich bin auch ein Teamplayer, der sich da ganz gut integrieren kann. Möchte auch den jungen Spielern so ein bisschen vielleicht weiterhelfen und ja, wie gesagt, meine Qualitäten einfach einbringen, dass wir eine erfolgreiche Saison spielen.